27. Juni 2023. Wir sind in San Gimignano in der schönen Toskana und haben jetzt schon ein bisschen was erlebt. Und ihr zeigt uns bei der Veranstaltung die ganz neuen Modelle von Ahorn Camp. Hallo Franziska. Hi, schön, dass ihr da seid. Stell dich noch mal kurz vor, was genau machst du bei Ahorn Camp? Genau, ja, ich bin die Franziska, ich leite die Marketingabteilung und bin Teil der Geschäftsleitung und eben auch dafür verantwortlich, dass diese ganzen Modelle auch schön fotografiert werden und eben auch präsentiert werden für die Nutzer eben auch und die Zuschauer von German Television. Und wir schauen uns gleich auch mal den Van 55 an. Das ist nämlich eins unserer Campervans auf Renault Master Basis. Bewährter Grundriss haben wir schon einige Jahre im Programm, aber dieses Jahr mit komplett neuem Design, neuen Funktionen, neue Funktionalität und ein ganz neues Interieur. Wir haben dieses Jahr besonders darauf geachtet, dass wir ein helles, freundliches... Ha, da kommt auch schon der nächste Besucher mit rein. Man sieht, die Camper sind also auch hundefreundlich. Genau, wir haben hier sehr viele neue Materialien benutzt, ein helles Holz, viel schwarz, matte Akzente auch. Das schauen wir uns gleich in dem Fahrzeug mal an, um einfach nochmal einen zusätzlichen Wohlfühlfaktor zu schaffen und das Ganze nochmal etwas moderner zu gestalten. Welche Länge haben wir hier? Das sind 5,50 Meter, kann man sich ganz gut merken, tatsächlich wegen des Namens. Ich komme auch direkt mal hier hinten rum. Hier ist also nämlich die große Flügeltür. Ist schon eher ein kleineres Maß, ne? Was ist nochmal das Mindest? Es gibt ja immer der kleinste Van und genau. Das ist so. Also unser kleinster Van auf Traffic-Basis ist 4,99 Meter lang. Aha. Aber auf Renault Master-Basis ist es unser kleinster. Okay. Genau. Also schon auf jeden Fall sehr kompakt. Wir haben hier hinten die große Flügeltür. Ist die Leuchte hier, wenn ich fragen darf? Ja. Ist das Nebel, Rücklicht oder? Ja, das ist auch eben ein Rücklicht, einfach auch zur Sicherheit. Und hier haben wir dann auch die Heckleuchten auf der Seite. Mhm. Ich dachte nur gerade, es ist mir ins Auge gestochen. Ja. Aber, ja. Also wir haben die anderen Alkoven schon präsentiert. Das hier ist jetzt ein Van, ein kleines Kontrastprogramm, aber eigentlich... Du hast auch schon gesagt, der Trend geht dahin, weil man ja auch campen will an verschiedenen Orten und nicht nur auf dem Campingplatz. Mhm. Und damit, wir haben vorhin auch schon das Alpaka-Camping vorgestellt, damit kann man sich einfach mal schön ins Grüne stellen. Natürlich nicht wild campen, sondern schon an einem guten Platz, an dem man das auch darf, aber optimal für ein Pärchen, oder? Genau, ja, also man ist einfach sehr flexibel mit so einem Fahrzeug. Mit 5,50 Meter kommt man eigentlich auch fast überall rum. Und man sieht, man hat trotzdem halt viel Staufläche hier hinten. Hier sind auch noch mal mehrere Stauklappen, in denen man dann auch sein ganzes Gepäck unterbringen kann. Und wir haben hier hinten auch direkt schon das Gasflaschenfach, in der auch eine 11 Kilogramm Gasflasche untergebracht werden kann. Das heißt, kochen und Frühstück, Mittagessen, Abendessen zubereiten ist in dem Van auch ganz normal möglich, fast wie zu Hause. Und was natürlich auch besonders schön ist im Urlaub, wenn man eben auf die Märkte vor Ort geht, dort die ganzen Produkte kauft und dann auch in dem Kühlschrank direkt verstauen kann, um dann auch einfach viel authentischer unterwegs zu sein, viel mit den Personen vor Ort in Kontakt zu sein. Und sowas ist natürlich im Van-Urlaub viel besser möglich, als wenn man jetzt im Hotel reist. Und wir haben da in dem Van 55 eben den großen Kühlschrank, Küche komplett ausgestattet, ein 3-in-1 Badezimmer, das heißt mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Mhm. Also eigentlich alles mit drin. Alles schön geräumig. Kann ich, wenn ich möchte, die Matratze auch ausbauen, um da zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Sportart treibe, in der ich mal ein bisschen mehr Platz brauche, kann ich das dann abmontieren? Ja, genau. Also du siehst schon, man kann den Lattenrost auch anheben. Mhm. Das heißt, da ist man dann auch recht flexibel und kann dann den Stauraum hier unten auch ein bisschen umfangreicher nutzen. Super. Es gibt ja auch welche, die nutzen halt den Van als natürlich einerseits zum Campen, aber andererseits auch als Transportmittel, ne? Also um andere Sachen zu transportieren. So als Alltagsfahrzeug quasi. Ja, die etwas genau. Größer sind. Ja, die Optik ist sehr schön hell, wie euer Markenzeichen. Ihr verarbeitet immer alles schön hell, um eben in dem kleinen Raum auch noch mal optisch eine zusätzliche Größe zu ermöglichen, weil helle Materialien wirken immer offener, luftiger. Und natürlich bei dem Wetter ist das, wenn sich da alles aufheizt in den Innenflächen, schwarz zieht natürlich die Hitze an. Und damit erreicht man dann schon, dass ein bisschen Wärme reflektiert wird. Genau, ne? Da hast du recht.
Was wir jetzt bei diesem Fahrzeug hier haben, das ist unser absoluter Prototyp. Also den haben wir ganz neu entwickelt. Der kam jetzt auch direkt hier auf diese Präsentationsfläche. Das heißt, einige Details sind vielleicht noch nicht genau so, wie sie dann tatsächlich auch in die Produktion gehen, weil wir uns den Prototyp jetzt auch wirklich intensiv nochmal anschauen mit unseren Experten und das ein oder andere nochmal anpassen, beispielsweise auch in der Küche. Also so wie sie hier ist, wir sind da gerade noch am Plan, wie wir die tatsächlich in die Produktion geben wollen. Da wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen was verändern. So viel sei schon mal gesagt. Gerade das Interieur, die Möbelkomponenten, mit denen gehen wir auf jeden Fall so an den Start. Und ein paar Details werden wir wahrscheinlich in der Serienproduktion dann sogar nochmal anpassen. Und ab wann wollt ihr mit dem Modell dann offiziell an den Start gehen, dass auch dass er kaufbar wird? Ja, also bestellen kann man ihn eigentlich schon ab sofort. Mhm. Und präsentiert wird er dann auf dem Caravansalon. Ah, das Highlight des Jahres für alle Wohnmobilhersteller. Genau, also da werden wir auch das Fahrzeug ausstellen und da kann man sich nochmal auch Probe liegen, Probe sitzen und alle Komponenten nochmal auch wirklich tatsächlich testen. Vor dem Caravansalon kommen die Fahrzeuge aber schon in unsere Niederlassung. Mhm. Das heißt nach Speyer, Mülheim an der Ruhr in Frankfurt. Das heißt, wer besonders früh dran sein will, der kommt natürlich in unsere Niederlassung vorbei und kann sich da die Fahrzeuge auch noch mal genauer angucken. Und du bist schon mittendrin, Florian. Ich komme vielleicht auch mal mit rein und zeige dir noch ein paar neue Features. Das finde ich nämlich super praktisch hier oben. Diese Lichtleiste haben wir nämlich neu entwickelt dieses Jahr. Das heißt, man kann hier tatsächlich auch das Licht genau dorthin schwenken, wo man es benötigt. Und du hast hier unten sogar noch einen USB-Sticker, den du einfach verschieben kannst. Wenn du noch einen zusätzlich brauchst, ganz einfacher Klapp- und Klickmechanismus, dann kannst du da auch einfach noch einen zusätzlichen USB-Stecker anbauen und kannst dir so diese Lichtleiste ein bisschen personalisieren. Und der Tisch, den wir hier sehen, der ist eben hier auch aus- und einklappbar. Und wir haben auch die Möglichkeit, den außen einzuhängen. Das sieht man jetzt bei dem Fahrzeug nicht, aber in der Serienproduktion wird da dann auch wieder eine Schiene sein. Das kennen die Kunden vielleicht schon aus unserer Modellreihe 2023. Das Feature werden wir beibehalten, dass man den Tisch sowohl in als auch außen benutzen kann. Und wir haben auch ein Fliegengitter, das komplett über die ganze Breite geht, um natürlich die lästigen Viecher abzuhalten, aber trotzdem eine Durchlüftung zu ermöglichen. Ja, das ist im Sommer natürlich ideal. Genau, ansonsten der große Kühlschrank hier. Ach so, ja, der ist hier seitlich eingebaut. Der hat sogar auch ein kleines Gefrierfach. Mhm. Ja. Auch, aber gar nicht so klein. Mhm. Eine Packung Eis passt auf jeden Fall rein. Ja, doch, was man braucht, um einen guten Sommertag umzusetzen. Der eben auch vom Markenhersteller Dometic, sowie viele andere Komponenten, die hier verbaut sind. Da arbeiten wir eigentlich nur mit Spezialisten und Markenherstellern zusammen, hier auch in der Küchenfläche mit dem Markenhersteller Kann. Und hier oben hast du dann auch schon das Bedienpanel, mit dem sich eben Licht, Wasser, Außenlicht, die ganzen Stromzufuhr komplett steuern lassen. Wenn man das Ganze noch digitaler haben möchte, noch benutzerfreundlicher, bieten wir eben auch ein Zubehör an namens Revotion. Das ist Smart Home für Fahrzeuge. Mhm. Und hier würde ich dir tatsächlich auch mal eine Klappe zeigen. Wir haben hier diese Pushlocks dieses Jahr auch in einem schwarzen Matt erstellt. Und man sieht, die sind sehr stabil. Wir haben hier wirklich feste, stabile Materialien gewählt. Und hier oben haben wir dann eben nochmal Platz, die ganzen Küchenutensilien unterzubringen. Und warum, wenn ich fragen darf, da ist ein Pushlock, da aber nicht, oder? Das ist auch ein Pushlock. Ach so, doch, ja, genau. Das ist ja das hier. Aber nochmal mit einem zusätzlichen Griff. Das heißt, es geht nicht automatisch auf, sondern... Ach so, nee, genau. Das ist ein bisschen anders als bei den Wohnmobilen. Mhm. Das heißt, mit dem Griff kann man die Klappe dann tatsächlich auch öffnen. Also nochmal ein bisschen anderes Konzept hier in dem Fall. Aber auch nochmal optisch spiegelt sich das Design wieder wie in den anderen Modellen. Genau. Ihr habt das helle Holz, die schwarzen Streifen und helle Flächen. Ja, ansonsten haben wir auch die Polster überarbeitet. Die haben jetzt nochmal eine ergonomischere Form. Auch eine ganz neues Steppmuster und eben auch neue Materialien und Farben, um zu dem ganzen Interior-Design zu passen. Oh, bin ich das? Ja, ich habe aus Versehen die Treppe rein und rausgefahren. Funktioniert also? Ja, sie funktioniert. Was man jetzt bei Tageslicht natürlich nicht so sieht, ist die tolle Beleuchtung hier oben, die indirekte. Aber vielleicht
haben wir nochmal die Möglichkeit, heute Abend auch nochmal reinzuschauen. Genau. Hier hinten haben wir eben auch dann nochmal einen Kleiderschrank. Ich glaube, dafür würde ich nochmal kurz mich umdrehen. So. Genau, dann kannst du dir direkt den Kleiderschrank mal anschauen. Da kann man dann auch noch Kleidung aufhängen. Und den haben wir ein bisschen komprimiert, dass wir auch genug Beinfreiheit haben, hinten im Bettbereich. Und ihr habt ein ganzes Badezimmer, also mit, oder ist das so ein Multifunktions, dass ich gleichzeitig da duschen kann? Das ist ein 3-in-1 Badezimmer. Ah, 3-in-1, genau. Das heißt, Dusche haben wir hier links in dem Bereich, Waschbecken auch hier einmal zum Ausklappen. Und in der Serienproduktion werden wir auch ein Fenster hier direkt hinter dem Waschbecken haben für zusätzliche Belüftung. Ansonsten haben wir hier oben auch nochmal eine Dachkurbel, um von oben nochmal Tageslicht und Belüftung reinzubekommen. Also wir haben hier wirklich einen Prototypen stehen, ne? Ganz genau. Exklusive Einblicke hier auf der Modellpräsentation. Ihr kommt ja bestimmt auf dem Caravan-Salon vorbei und dann könnt ihr ja direkt auch mal vergleichen. Ja. Und dann schauen wir uns die Fahrzeuge nochmal an. Entweder wir oder Sven. Vielleicht sogar alle. So, gehen wir mal raus. Wir haben, was mir noch aufgefallen ist, ihr habt auch hier auch so eine LED-Leiste, ne? Ja, eine Außenleuchte. Indirekte, indirekte Beleuchtung, und da macht die schon ordentlich Licht, dass man hier auch, wenn man da denn sitzt, gut Licht hat. Doch, also kann man wunderbar benutzen zum Abendessen. Und wenn man dann eben auch den Tisch außen aufstellt, dann hat man hier im vorderen Bereich wirklich auch eine schöne Sitzecke und eben dann mit der Außenbeleuchtung, die dann auch gut Licht macht. Mhm. Ja. Und eine Markise ist auch schon mit dabei. Genau, Markise hat das Fahrzeug, kann man bei uns dann eben als Zubehör bestellen, wer das möchte. In dem Fall haben wir es jetzt schon dran gebaut und das Fahrzeug ist quasi, ja, vollends erklärt. So, dann vielen Dank und noch viel Erfolg bei der Veranstaltung. Dankeschön.